begrüße jetzt zu unserer Schlussrunde, die wir gern möglichst schnell auch ins Publikum öffnen würden. Ich fange mal einfach rechts außen an. Martin Tönnes, Bereichsleiter Planung beim Regionalverband Ruhr. Jörg Fank, Fraktionsvorsitzender, stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Köln, genau, in einer großen Ratsfraktion, einer großen Stadt, soll die größte Stadt sein in Nordrhein-Westfalen, stellen die Dortmunder immer mit Bedauern fest. Und Wolfgang Pieper, Bürgermeister aus Telgte, keine ganz so große Stadt, aber immerhin bedeutsam und eben einer unserer grünen Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen. Davon haben wir noch nicht so viele, aber wir nehmen uns ein Beispiel an Baden-Württemberg und arbeiten dran. So, wir wollten in der Schlussrunde einfach nochmal die Frage diskutieren, was nehmt ihr eigentlich mit für die Kommunen, was ist euch wichtig und ehrlich gesagt muss man am Ende natürlich auch nochmal zusammenfassen für uns, was sollen wir den Kommunen mitgeben, was wollt ihr eigentlich von der Landespolitik, wenn man diesen Tag und die Workshops mal zusammennimmt. Wir haben der Runde jetzt die Überschrift gegeben, integrieren und umbauen. Ich glaube, das sind auch die zentralen Aufgaben, die Kommunen zu erfüllen haben. Was heißt das, Wolfgang, wenn wir vielleicht mal mit Telgte anfangen? Integrieren und umbauen, was sind die Aufgaben, was siehst du da und was heißt das auch für Landespolitik? Also herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Als ich die Anfrage kriegte, habe ich gedacht, Großstadtkongress, da haben die sich jetzt vertan. Aber ich finde das in Ordnung. Köln, Düsseldorf, Telgte, also das passt schon irgendwie. Wir haben zum Beispiel 2011 H.A. Schuld in Telgte gehabt. Der wird in Köln und eigentlich auch weltweit bekannt sein für seine Trash People. Die haben also in Moskau auf dem Roten Platz gestanden, die haben auf der chinesischen Mauer gestanden. Ich konnte dann bei der Eröffnung immer sagen, nach Barcelona, New York und so weiter, jetzt in Telgte. Also was ich damit sagen will, die Problemlagen sind natürlich in den Großstädten andere als in der eher ländlich strukturierten Umwelt. Wir haben aber sozusagen spiegelbildlich ähnliche Prozesse zu bewältigen wie in den größeren Städten. Und das bedeutet für mich, wenn ich jetzt nach 4 Jahren sage, man hat Verantwortung für die Entwicklung einer Kommune, wie tut man das denn eigentlich? Möglichst eben nicht von oben nach unten, sondern das geht heutzutage tatsächlich nur, indem wir Menschen mitnehmen. Das ist unglaublich mühsam, weil die Fliehkräfte auch in einer kleinen Kommune, auch in einer dörflichen Ortsteillage, die Fliehkräfte sind sehr, sehr groß, die Interessen gehen sehr weit auseinander, aber es zahlt sich in der mittleren und langen Sicht tatsächlich aus, die Menschen mitzunehmen. Und für mich ist ein entscheidender Punkt, allen in der Kommune, und das haben wir jetzt gerade in der Arbeitsgruppe Kinder und Jugendliche auch nochmal exemplarisch diskutiert, allen Menschen in der Kommune sozusagen auf Augenhöhe zu begegnen. Wir machen das nicht mehr top-down, sondern alle Interessen, die artikuliert werden, haben einen Anspruch darauf, ernst genommen zu werden, wertgeschätzt zu werden. Was nicht heißt, dass wir sie dann 1:1 umsetzen können. Und das finde ich auch ganz wichtig, auch Menschen dann in bestimmten Phasen Enttäuschungen zumuten zu müssen, indem man sagt, wir können eure Wünsche nicht umsetzen, weil zu teuer, was auch immer. Also Gründe gibt es ja tausende. Aber trotzdem nachvollziehbar zu machen, warum ist eine Kommune, eine politische Gemeinde sozusagen zu einer Entscheidung gekommen. Also das nachvollziehbar zu machen. Und ein dritter Punkt, der mir wichtig ist, auch den habe ich eben schon angesprochen, ich stelle das so fest, vielleicht ist das in anderen Kommunen anders, dass diejenigen, die gewählt sind, also in politischen Gremien sitzen, selbstverständlich immer dabei sind, wenn es darum geht, Forderungen zu postulieren, aber dass es ganz schwierig ist, bittere Pillen auch nach außen zu verteilen, also Verantwortung zu übernehmen, auch in den Phasen, wo es schwierig wird. Also eigene Positionen durchzuhalten, Entscheidungen zu treffen. Und ganz zum Schluss finde ich, bei aller Notwendigkeit von Beteiligungsprozessen müssen diejenigen, die dafür mandatiert sind, die dafür gewählt sind, Entscheidungen zu treffen, die müssen das auch tun, müssen den Kopf dafür auch hinhalten. Das tue ich jeden Tag mit vielen kleinen und größeren Entscheidungen, aber das müssen auch diejenigen tun, die dafür gewählt sind. Und wenn wir das dann durchdeklinieren, da können wir gleich nochmal im Einzelnen drüber sprechen, dann hat das unterschiedliche Facetten, aber die Grundmuster ist ein ähnliches. Viele Menschen mitnehmen auf dem Weg für eine zukunftsfähige Gestaltung und auf dem Weg eben nicht einzuknicken, zu sagen, wir versprechen alles und in 5 Jahren bin ich ja vielleicht nicht mehr da, dann brauche ich das nicht einhalten. Nee, das geht nicht. Also die Verantwortung dafür auch heute schon zu übernehmen. Also ein Plädoyer für
Dialog, für aufrechten Gang und auch für die Bereitschaft, sich politisch zu stellen. Jörg, wie ist das in Köln? Also jetzt mal aus der Perspektive einer wirklichen großen Stadt, einer wachsenden Stadt auch. Was sind die zentralen Aufgaben für euch, wenn es um Integrieren und auch, aber auch Umbauen geht? Ja, was jetzt gesagt worden ist, ist, dürfte für alle gelten, egal wie groß oder klein sind. Das sind, denke ich, richtige Vorgaben oder richtige Empfehlungen. Bei einer Stadt wie Köln haben wir natürlich eine noch zugespitztere Lage, weil wir eine wachsende Stadt sind. Die wird auch jünger, die Stadt. Aber dadurch, dass sie wächst, ist der Kampf um das knappe Gut Fläche natürlich viel stärker entbrannt. Also ging ja hier durch verschiedene Arbeitskreise durch. Und in Köln haben wir vor allem ja die Notwendigkeit, in einem großen Maße Wohnungsbau zu schaffen, der auch bezahlbar ist. Und als Grüne haben wir da nicht den Anspruch, sozusagen zu zersiedeln und in die Fläche zu gehen, sondern das Thema ist kompakte Stadt, ist Nachverdichtung. Und beim Thema kompakte Stadt und Nachverdichtung ist die Situation so, dass so schön der Grundsatz ist, wenn er im einzelnen Stadtviertel stattfinden soll, nicht unbedingt auf Unterstützung trifft, weil inzwischen es so ist, dass sich Bürgerinitiativen schon deshalb herausbilden, weil sie vermeiden wollen, dass Baulücken geschlossen werden. Weil da ist ein Spontanbiotop entstanden oder da hat man seine Parkplätze drauf oder da spielen die Kinder. Also wir kommen in eine ganz andere Dimension von Konflikten, wie ich sie vielleicht vor 20 Jahren festgestellt habe, weil wir sind ja sozusagen eine Partei, die aus Bewegungen entstanden ist. Und diese Bewegungen mögen zwar Teilinteressen abgebildet haben, die auch nicht immer kompatibel waren, aber sie waren nicht egozentrisch und sie waren nicht darauf ausgerichtet, in aller Regel ein kleines Partikularinteresse zu bedienen. Und das ist eine neue Dimension in der Auseinandersetzung mit, wie heißt es so schön, dem Bürger und erfordert natürlich auch ein ganz anderes Übersetzen und ganz anderes Argumentieren, weil in viel stärkerem Maße auch wir Gemeinsinn und Gemeinwohlinteresse definieren müssen. Das ist nicht mehr Common Sense, sondern die Feststellung ist leider eher, dass wir ein Auseinanderdriften der Gesellschaft haben in einzelne Partikularinteressen und dadurch auch, sage ich mal, teilweise in egoistische Interessen. Und insofern ist die Frage von Beschaubarkeit oder man sagt ja heutzutage immer Transparenz, ist eine neue Anforderung, auch wie Verwaltung arbeitet. Ja? Also nur noch, ich will jetzt nicht zu lange sprechen, ein Beispiel, was diese Woche sehr negativ aufgefallen ist, der Geschäftsführer des Liegenschaftsbetriebs Nordrhein-Westfalen war in Köln. Bei uns wird ja darüber diskutiert, wo soll das neue Justizzentrum hin? Und er hat sich dann so verhalten, dass er gemeint hat, ja, er bietet ja Grundstücke an, die ihm gehören. Die Stadt hat auch Grundstücke angeboten, die zum Beispiel verkehrlich gut liegen. Und auf die Frage, warum er die nicht bewertet hat, hat er gesagt, das wäre ihm letztendlich zu viel Arbeit. Und wir müssten mit dem klarkommen, was er halt in seinem Grundstücksportfolio haben. Das ist so zum Beispiel ein Beispiel, also ich habe mich an die späten 70er Jahre erinnert gefühlt, da war das sozusagen gängige Art von Verwaltungspraxis, aber sie ist immer noch da. Und ich sage mal, auf der Basis wird man nicht dazu kommen, also Gemeinsinn zu organisieren, um eine Stadt in einem ökologischen Sinne zu verändern. Wobei, also ich glaube, ein entscheidender Unterschied ist natürlich zu den Konflikten der 80er Jahre, dass Bürgergesellschaft auch mit einem anderen Selbstbewusstsein und mit einem anderen Anspruch gegenüber öffentlicher Verwaltung auftritt und andere dazu haben ja auch viele Konflikte, die wir in den vergangenen Monaten bundesweit diskutiert haben, beigetragen. Stuttgart 21 hat dazu beigetragen, aber auch andere Großprojekte. Ich will die Frage jetzt nochmal weitergeben, Martin Tönnes, an dich. Ich will es nur einmal noch garnieren mit einer Zusammenfassung, die aus dem Workshop zum Thema Verkehr, Mobilität kommt. Die anderen Workshops fassen auch noch zusammen, aber hier liegt das eben schriftlich schon vor. Da heißt es für den Verkehrsbereich, die entscheidende Größe ist der politische Wille, die technischen Voraussetzungen für die Verkehrswende sind vorhanden. So, das gilt vielleicht ja auch für andere Teile, Bereiche des Stadtumbaus.
Frage an dich, was heißt das denn für die Planung aus einer Ruhrgebietsperspektive? Was heißt grüne Stadt, was heißt Stadtumbau? Wie kann man dieses Thema, das wir heute miteinander in unterschiedlichen Facetten haben, dann auch auf der Planungsebene umsetzen? Ja, auch von meiner Seite natürlich erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich fand das heute total spannend. Ich fand gerade das letzte Forum mit der Kreativwirtschaft, was mir nochmal so deutlich geworden ist, also einerseits kann ich mich Wolfgang Pieper unmittelbar anschließen. Ich glaube, die Zeiten von Top-Down-Planung, Stichwort Stuttgart 21, nach Stuttgart 21 hat sich die Welt ein bisschen geändert, die planerische Welt. Man muss viel mehr die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Was aber nochmal deutlich wird, man erreicht manche Gruppen heutzutage nicht mehr. Und das ist gerade nochmal jetzt im letzten Forum auch nochmal sehr deutlich geworden. Junge Menschen, die erreicht man heute nicht mehr mit den üblichen Bürgerbeteiligungsformen einer Bauleitplanung, Auslage, sonst was. Man muss neue Wege suchen, neue Wege gehen. Ich bin ja zuständig im Regionalverband Ruhr für insgesamt 11 Städte, 4 Kreise, 5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Und gerade das Stichwort Mobilität war für mich ganz spannend im Ruhrgebiet. Wir haben einen Ideenwettbewerb veranstaltet zur Zukunft der Metropole Ruhr im Zusammenhang mit unserer Aufstellung eines Regionalplans und haben mal die Bürgerinnen aufgerufen, was sind deine Ideen zur Zukunft der Metropole Ruhr. Es war bezeichnend, gerade das Thema Mobilität spielte eine sehr zentrale Rolle. Nahezu 2/3 aller Ideen, die eingereicht wurden, haben sich mit dem Thema Mobilität im Ruhrgebiet beschäftigt. Und Daniela kennt es unmittelbar, ich kenne es unmittelbar, die sich jeden Tag mit dem RE1 zwischen Dortmund und Düsseldorf bewegen, überfüllt teilweise. Wir haben da einen erheblichen Nachholbedarf. Und das haben die Bürger nochmal sehr deutlich artikuliert. Das bringt auch Bewegung in die Politik. Das bringt auch neue Ansprüche und Anforderungen an die Politik. Uns hat es sehr deutlich gemacht, wir haben da einen riesen Handlungsbedarf, müssen da zu deutlichen Verbesserungen kommen und machen sozusagen, dass wir die Bürger da auch beteiligt haben, haben wir das Problembewusstsein nochmal geschärft, auch bei der Politik, sich mit dem Thema viel intensiver zu beschäftigen. Also ich glaube, Planung ist gefordert, auch neue, innovative Wege von Beteiligung zu gehen, über solche Aufrufe, über, ja, jetzt, wie gesagt, nicht diese formellen Wege zu gehen, sondern auch mal ganz neue Wege zu gehen, über Facebook, über Internet. Auch das ist ja, wie ich fand, gerade sehr interessant dargestellt worden. Wie kann man Stadtentwicklungsplanung machen, wo man nicht mehr die Bürger klassischerweise irgendwo in die Kneipe, in den Saal einlädt, sondern eben auch die neuen Medien dazu nutzt, weil ich glaube, die neue Generation, die junge Generation wird man da nicht mehr erreichen. Und das ist eigentlich unsere Zukunft. Für die machen wir eigentlich Stadtentwicklungsplanung. Für die Menschen, ja, die heute vielleicht noch gar nicht mal so im wahlfähigen Alter sind, aber wir müssen die jungen Menschen erreichen. Wenn wir die Stadt von morgen bauen wollen, die Stadt der Zukunft bauen wollen, müssen wir gerade insbesondere jungen Menschen mitnehmen und mitnehmen auf diesem Weg. Okay, vielleicht muss man auch Freiräume lassen. Vielleicht gibt es auch Räume, in denen sich Stadt entwickelt, die nicht überplant sind von vornherein, die nicht gefasst sind in die Form von Verwaltungshandeln, die wir kennen, sondern in denen dieses Stück kreativer Wildwuchs auch stattfindet. Und da kommt man dann irgendwann an Nutzungskonflikte. Urban Gardening, da hatten wir neulich eine Veranstaltung hier, da ist mir unmittelbar klar, dass es zu Nutzungskonflikten in der dicht besiedelten Stadt wie Köln kommt. Aber ich glaube, daraus entsteht auch was. Ich würde gerne Sie, euch einladen, sich an der Debatte hier zu beteiligen, sich zu Wort zu melden, entweder mit Fragen oder mit Eindrücken, damit wir auch die Chance haben, vielleicht noch mal so ein bisschen bilateral zu diskutieren. Also da hinten ist eine Wortmeldung und hier, die beiden habe ich schon mal. Möchten Sie anfangen? Ja, mein Name ist Norbert Lang aus Hilden. Es wurde gerade gesagt, wir sollten uns auf die junge Generation einstellen. Ich bin eher der Meinung, wir sollten gucken, dass wir die Stadt barrierefrei kriegen, die älteren Generation mitnehmen. Jüngere sind flexibler, die können sich mehr anpassen. Im Idealfall wäre es schön, wenn man ältere Personen und Personen mit verschiedenen Behinderungen oder Handicap, sagt man ja heute, mehr einbindet bei Stadtplanungen. Ich habe mich schlau gemacht, es geht leider nicht, dass man Bürger Bauleitplanungen mit reinnimmt. Die Vorschriften oder die Gesetze sind leider so schwach. Zum Beispiel gibt es
bei den Architekten keine Vorschrift, zwei Geländer zu machen, wenn man eine Treppe macht, wobei man weiß, dass einige nur eine Seite stark belasten können. Und wir haben 10 Millionen Sehbehinderte und Blinde in Europa verloren, weil wir die Euroscheine fast alle gleich groß gemacht haben. Da sind 10 Millionen Leute vor den Kopf geschossen worden. Okay, danke. Also Stadt für alle, es kann natürlich nicht nur Stadt für Junge sein, klar. Also die ganze Frage Generationengerechtigkeit, muss die Stadtplanung auch, ist auf dem Schirm, aber muss ja auch noch stärker auf den Schirm nehmen. Können wir ja gleich hier nochmal hören, wie das passiert. So, nächste Frage, Bemerkung. Michael Kleinemelhoff, ich habe im Grunde die Frage, wir haben auch darüber debattiert, Stadtraum anders aufzuteilen. Und das heißt zum Beispiel, Platz zu schaffen für Fußgänger, für Radfahrer. Und das heißt dann im Umkehrschluss, Platz wegzunehmen für Individualnutzung, nämlich das Abstellen seines privaten PKWs. Und dann kommen wir wieder in das Problem, was der Wolfgang Pieper angesprochen hat. Da muss auch jemand dann sich hinstellen und sagen, die nehmen wir jetzt da weg, diese Parkplätze. Und dann habe ich wieder das Problem, da gibt es natürlich Riesenwiderstände. Und wenn Grüne hingehen und einfach mal flächendeckend Parkraumbewirtschaftung einführen und sagen, das geht da alles nicht mehr, dann sind die Grünen wieder die großen Buhmänner. Und niemand ist letztlich bereit, solche Konflikte dann auch auszutragen. Und ich wüsste aber auch nicht, wie man es letztlich, wir hier im Raum vielleicht sind uns da noch einig, aber der Mehrheit dann das auch mitzuteilen, das wird eine menschengerechte Stadt, den Weg kenne ich auch nicht. Wolfgang, vielleicht möchtest du direkt was zu sagen, wie macht ihr das? Wie macht ein Hauptverwaltungsbeamter und Bürgermeister das? Also es gibt nicht das Rezept, was ich jetzt sagen könnte und du schreibst es mit und das würde dann funktionieren. Es gibt diesen Widerstreit der Interessen. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir haben eine historische Altstadt, die hat einen mittelalterlichen Stadtgrundriss, ist natürlich heute eine moderne Stadt, aber diese Straßen sind so eng und auch, ich sag mal, in einem gestalterischen Duktus, dass es zwangsweise Konflikte gibt. Die Anwohner von reinen Wohnstraßen sagen, es fließt zu viel Verkehr dadurch. Die Einzelhändler sagen, es fließt zu wenig motorisierter Verkehr dadurch. Die Fußgänger sagen, die Autofahrer stören. Die Autofahrer sagen, die Fußgänger und die Radfahrer stören. Das ist ein unlösbarer Konflikt. Ich sage an der Stelle immer, wenn alle gleichmäßig jammern, dann kann an dem Konzept nicht ganz viel falsch sein. Wenn wir in Südfrankreich oder in Italien in einer Stadt sitzen, auf der Straße im Café und es braust der Verkehr vorbei, dann sagen wir, oh, wie schön ist Italien. In Deutschland regen wir uns darüber auf, dass es viele Dinge gibt, die vielleicht ein bisschen ungeordnet sind. Also ich bin da inzwischen etwas entspannter und sage, es gibt Konflikte, die muss man sich im Einzelfall angucken. Aber ich kann nicht jedes Mal, wenn eine Interessengruppe sozusagen laut schreit, hinterherlaufen und sagen, ich erfülle dir den Wunsch. Weil nächste Woche ist eine andere Interessengruppe da. Was erforderlich ist, ist aber, glaube ich, dass man zu Zielsetzungen kommt, die man gemeinsam, also strategische Zielsetzungen, die man gemeinsam entwickelt. Und das geht mit der Bürgerschaft. Wir haben jetzt zum Beispiel uns bemüht, in dieser historischen Altstadt das Thema Barrierefreiheit anzugehen. Wir gehen mit betroffenen Gruppen, aber mit ganz normal interessierten Leuten, gehen wir durch die Stadt und gucken uns die Schwachpunkte an. Es wird gemeinsam in Arbeitsgruppen, in Workshops, in öffentlichen Veranstaltungen ein Konzept entwickelt, wie wir Barrierefreiheit verbessern können. Es wird niemals die volle Barrierefreiheit geben. Heißt aber zum Schluss, wir werden auch baulich Lösungen umsetzen, wo die Leute hoffentlich feststellen, es ist besser geworden. Es wird aber nicht dazu führen, dass alle sagen, juhu, meine Ideen sind hundertprozentig umgesetzt worden. Es kann immer nur eine schrittweise Näherung an einen vielleicht besseren Zustand geben und es wird nie aufhören, die Entwicklung, dass sozusagen die Partikularinteressen miteinander abgewogen werden. Das muss man, glaube ich, aushalten. Vielleicht können wir die nächste Frage oder Bemerkung von Ihnen mitnehmen und noch eine und dann vielleicht auch hier nochmal weitermachen. Ja. Ja, mein Name ist Michael Adler. Ich war in dem Mobilitätsworkshop und habe das mit dem politischen Willen auch zum Besten gegeben. Ich arbeite für eine Agentur in Bonn, die sich mit Kampagnen im kommunalen Raum beschäftigt, um die Dinge zum Besseren zu verändern. Also wie kriegt man Verhaltensänderungen zu nachhaltigen Themen hin? Sowohl bei den Bürgerinnen und Bürgern, wie auch bei den Verwaltungsleuten, wie auch bei den Politikern. Und ich habe am Anfang meiner Biografie, meiner Berufsbiografie, viel mit sozialdemokratischen Kommunalpolitikern zu tun gehabt, die sich auch in den 90ern schon immer in der Rolle gefallen haben, die Stirn in Falten zu legen und zu betonen, wie schwierig alles wird. Ich glaube, dass es auch objektiv schwierig ist. Ich glaube auch, dass Vorgänge, auch Planungsvorgänge und
Projekte im kommunalen Raum nicht einfach zu realisieren sind. Und deshalb glaube ich, dass das mit dem Planfeststellungsverfahren und den Bürgerbeteiligungsverfahren, die wir kennen, schon immer nicht ausreichend war. Aber dass es inzwischen einfach eine Bürgerschaft gibt, gerade auch im jüngeren Bereich, die sagt, ich will das eigentlich auch so gar nicht verstehen, ich will mich aber trotzdem einbringen. Und dann haben wir Critical Mass oder dann haben wir eben spontane Social Media induzierte Aktionen im Straßenraum. Was ich meine auch mit dem politischen Willen, ist eben nicht nur die Schwere der Verantwortung deutlich zu machen, sondern auch das faszinierende Projekt, was wir vor uns haben. Weil eine nachhaltige Stadt ist ja eigentlich das, was die Menschen wollen, was sie auch mehrheitlich, glaube ich, wollen. Aber es gibt eben die lautschreiende Minderheit, die den Status quo der Autozentriertheit verteidigt. Und ich glaube, wenn man sich hinstellt, auch als Kommunalpolitiker und sagt, I have a dream und meine Stadt sieht dann so aus und wollt ihr sie kinderfreundlich haben, wollt ihr sie altenfreundlich haben, wollt ihr sie menschenfreundlich haben, dann hat man auch eine Chance, dieses Zukunftsprojekt als Grüne im Besonderen, aber ich sehe da auch durchaus gelegentlich Sozialdemokraten oder CDUler, die das machen, FDPler jetzt weniger, eine Chance, die Bürger auch von der Vision begeistert mitzunehmen. Und das ist was ich immer wieder im deutschen Kontext vermisse. Und da ich von der Kommunikation komme und glaube, dass es wichtig ist, positive Botschaften ins Volk zu senden, um sie mitzunehmen, wollte ich das hier an der Stelle nochmal platzieren. Dankeschön für den, glaube ich, auch ermutigenden Hinweis, dass man sich nicht immer nur verstecken muss mit Diskussionen, mit denen man keine Mehrheiten hat, sondern sehr offensiv dafür werben kann. Bitte schön. Mein Name ist Wiebke Clausen aus Dortmund, freiberuflich tätig als Stadtplanerin und so Beteiligungsprojekte, sowas mache ich, Schulentwicklung, Moderation von Zukunftswerkstätten, was mit dem Thema Beteiligung, Aktivierung für Lebensqualität vor Ort eine Menge zu tun hat, letzteres, aber insgesamt mein Handeln auch so. Ich wollte zum Regionalverband Ruhr was sagen. Ich bin zur Zeit für den RVR-Wahlen wieder tätig, nach einer ganzen Zeit zwischendrin, also das heißt, ich schnupper da gerade wieder rein und habe einen Blick rein. Und ich habe mich an diesem Ideenwettbewerb auch beteiligt, oder also so ein bisschen mit Binnensicht das mitbekommen, und ich fand das wirklich beeindruckend, wie ein großer Verwaltungsmoloch, also ist es nun mal, ne, von der Struktur, ja, in der Lage gewesen, also dieses Projekt in die Hand genommen hat, umgesetzt hat und dort ein sehr ambitioniertes Beteiligungsverfahren, also zu dieser Ideenbenennung aufzurufen, Bürger und Institutionen im Ruhrgebiet, da auch relativ viel gekommen ist. Und ich fand das wirklich sehr beeindruckend, dort ein ambitioniertes Verfahren, das dann auch zu verarbeiten, wieder nach draußen zu zeigen, also Hut ab. Ich fand das super. Es gibt darüber hinaus die Klima-Expo Ruhr, die durchgeführt wird, also als Landesprogramm. Und ich würde mir, also auch ein ambitioniertes Vorhaben, wenn man sich anguckt, ne, die ganzen Verdrecker, die sitzen im Ruhrgebiet und vertreten da weiter ihre Interessen. Da gibt es ein Interessendurch- oder Konflikt. Und ich würde mir dort wünschen, dass dort auch die Vielfalt, Kraft, Ansätze von bürgerschaftlichen Initiativen im Ruhrgebiet auch ihren Platz haben werden, deutlich sichtbar gemacht werden, beteiligt werden, und der Regionalverband Ruhr und die anderen Mitwirkenden die Kraft und den Mut haben, dieses Thema wirklich konsequent durchzubuchstabieren, weil das dringend, also unendlich Potenzial, das haben wir mit Innovation City Ruhr heute gehört, gesehen, dass sehr, sehr viele bisher noch überhaupt nicht unerschlossene Potenziale gibt und dass eine Verpflichtung gibt, einer Metropole oder einer Großstadtregion wie dem Ruhrgebiet dort voranzumarschieren, was zu machen, in viel größerem Maße als bisher, und ebenso eine Gelegenheit wie diese Klima-Expo Ruhr zu machen und dort Qualität zu produzieren und dieses Thema Beteiligung und Aktivierung auch konsequent durchzubuchstabieren. Also am Anfang dieser Veranstaltung stand durchaus auch die Idee oder der Eindruck, dass sowas wie Innovation City im Ruhrgebiet, in Bottrop jetzt ja nicht einer der zentralen
Entschuldigung, Metropolen Nordrhein-Westfalens, aber ist, glaube ich, international nicht so bekannt, wenn man es mal so formulieren darf. Aber dass die Strahlkraft dieses Projektes eine ist, die auch auf andere Kommunen überspringen kann und dass man da auch was nach vorne tragen kann, ohne immer nur die Schwierigkeiten und das Klein-Klein zu sehen, einer nicht realisierten besseren Verkehrsplanung im Ruhrgebiet oder andere Problemlagen bei energetischer Sanierung in den Städten oder der nicht erfolgte demografische Umbau, die Schrumpfung im ländlichen Raum, sondern wo man sich sozusagen gemeinsam dran ausrichten kann und es auch in unterschiedlicher Weise für die Kommunen gestalten kann. So, jetzt war hier die Rede vom Moloch Planungsverwaltung Ruhrgebiet, ich glaube, oder überhaupt der Verwaltung, vom Moloch-Verwaltung RVR, das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Frage aber trotzdem mal an euch, wenn man so die, oder an dich, Martin, wenn man das zusammenfasst, was hier gesagt worden ist, wie kriegt man das denn hin? Beteiligungsprozesse, das ist hier sehr gelobt worden, Mitbürger und Bürgerinnen zu machen, vielleicht auch Räume offen zu lassen, um darauf nochmal zurückzukommen, dass Forum Kreativquartiere hat sich ja damit befasst, wie man solche Räume einfach öffnet, offen lässt und damit auch Entwicklung laufen lässt. Ja, die Anmerkung sei mir jetzt auch erlaubt, Moloch RVR, also wir haben so Pi mal Daumen 350 Beschäftigte, davon, ja, und jetzt mache ich das aber nochmal deutlich, so rund Pi mal Daumen 350 Beschäftigte, ich glaube im Planungsamt der Stadt Dortmund alleine sind schon mehr Beschäftigte wie im gesamten RVR. Wir haben ungefähr 120 Försterinnen und Förster. Der RVR ist ja der größte kommunale Waldbesitzer Deutschlands. Wir haben 14.000 Hektar Waldbesitz. Das ist ja eine große Stärke dieses Verbandes. Wir machen Freiflächenschutz und Freiflächenentwicklung nicht nur über Planung, sondern wir machen auch Freiraumentwicklung und Freiraumsicherung über faktischen Grundbesitz. Das ist eine Riesenchance und gerade die regionalen Grünzüge. Und da muss man dem damaligen ersten Verbandspräsident vor 100 Jahren, Robert Schmidt, und dem ersten Planer des Ruhrgebiets, der diese regionalen Grünzüge angelegt hat, angesichts seiner Vision, wir stehen heute vor der großen Herausforderung Klimaanpassung und das Ruhrgebiet, das wissen wir mittlerweile, das Ruhrgebiet ist eine der bestangepassten Regionen im Unterschied zu allen anderen Metropolen dieser Welt, die nämlich alle hochverdichtet sind, haben wir sozusagen in der Region sehr starke regionale Grünzüge, Emscher Landschaftspark und die 5 großen regionalen Grünzüge. Und das ist schon eine verdammt visionäre Leistung damals von Robert Schmidt gewesen. Er hat es nicht deswegen angelegt, aber es war schon, muss man schon Respekt vorhaben. Und das ist ja eine große Stärke dieses Verbandes. Nur nochmal zur Einsortierung, Moloch, Verbandsversammlung. Also ich habe in meinem gesamten Bereich, und ich bin für die Planung zuständig, Regionalplanung, Regionalentwicklung, für die Route Industriekultur, ganz wichtiger Bereich beim RVR, und das ganze Thema Geodaten, habe ich so Pi mal Daumen 70 Leute. Und diesen Bereich Planung und diesen Ideenwettbewerb, in dem Bereich sind wir ungefähr 20 Leute. Also insofern wollte ich das Thema Moloch da mal ein bisschen relativieren. Es ist aber eine spannende Aufgabe und die Daniela hat ein paar Punkte angesprochen. Nochmal, ich glaube, es wird ganz wichtig, Bürgerinnen und Bürger bei solchen Prozessen einzubeziehen. Klima-Expo Ruhr ist ein Beispiel. Auch da werden wir das ähnlich organisieren. Auch da wirklich die lokalen Agendas mit in diesen Prozess einzubeziehen, sollen uns Projekte benennen. Ein solcher Prozessaufruf ist gerade erfolgt. Wir sind gerade in einem intensiven Prozess, Stichwort nachhaltige Metropole Ruhr. Und da bin ich bei dem Thema Strategien zu entwickeln. Wir sind gerade dabei, Umweltqualitätsziele für die gesamte Metropole Ruhr zu definieren, die dann auch hinterher durch die Räte beschlossen werden sollen, sowohl durch die Verbandsversammlung, aber wie auch durch die 11 Städte und die 4 Kreistage beschlossen werden sollen. Und das wäre schon eine Leistung, wenn uns das gelingt, für die Metropole Ruhr insgesamt, ich glaube, 24 Umweltqualitätsziele als strategische Ziele zu definieren. Und ich sage mal eins, was großen Konsens gefunden hat, Model Split als Zielwert, den wir erreichen wollen, von 4x25. 25% IV, 25% ÖV, 25% Radverkehr, 25% Fußverkehr. Beim Fußverkehr sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt, da liegen wir ungefähr in der Größenordnung. Beim Radverkehr müssen wir noch erheblich dran arbeiten, aber auch da haben wir ja ein ganz zentrales Projekt, nämlich den Radschnellweg Ruhr, den wir da von über 85 Kilometer von Duisburg bis Hamm bauen wollen. Ich glaube, ein ganz zentrales Projekt, auch von der strategischen Bedeutung zur Förderung einer umweltverträglichen Mobilität. Wenn sich die Dortmunder nicht noch querlegen da, ne?
Aber da hoffe ich auf die neue Oberbürgermeisterin der Stadt Dortmund, die das Projekt dann ganz massiv unterstützt. Und natürlich, und das ist das Stichwort Freiräume. Wir haben aus diesem Ideenwettbewerb aus einem Team diesen Vorschlag bekommen. Und ich habe das eben schon in der Veranstaltung gesagt. Das war eben auch, der Jörg war ja auch mit in der Veranstaltung. Das ist natürlich im Ruhrgebiet in Anführungszeichen relativ einfach. Wir haben relativ viele Brachflächen, wir haben relativ innere Peripherien, wie das bei uns so schön in der Fachsprache heißt, also viele Brachflächen. Und ein Vorschlag, und den will ich auch im Regionalplan versuchen umzusetzen, 2% der Fläche des Ruhrgebietes als Experimentierräume auszuweisen. Also genau für solche Initiativen, wo sich wirklich freie Szene entwickeln kann, wo sich die Kreativwirtschaft entwickeln kann, auszuweisen, planerisch sozusagen darzustellen als Weißfläche im Regionalplan. Das ist ein ganz übliches Verfahren, wo sich dann, die man wirklich mal als Experimentierräume zur Verfügung stellen muss. Das muss man alles nochmal durchdefinieren, durchdenken, durchüberlegen. Ich fand diesen Ansatz der Zwischenzeitagentur aus Bremen, fand ich total spannend, wie man sowas auch wirklich in die Wege leiten kann. Also deswegen war für mich auch die Veranstaltung heute nochmal ein echter Gewinn. Aber wir wollen das eben auch ermöglichen, solche Freiräume auch planerisch zu sichern und darzustellen. Aber ich habe eben auch die Frage gestellt, wie gesagt, das ist im Ruhrgebiet einfach, aber wie geht man sozusagen mit solchen Experimentierräumen in Wachstumsregionen um, in Düsseldorf, in Köln, in Münster? Wo hat man da den Raum, weil da die Verwertungsinteressen ja ganz andere sind. Da ist ja jeder freie Quadratmeter, ist da ja, bevor der auf dem Markt ist, ist der ja schon verkauft. Und die Nutzungskonflikte sich auch unmittelbar abbilden. Ja, ich vielleicht dazu noch ein Wort, weil das ist genau der feine Unterschied, schrumpfende oder wachsende Region. Wir haben in Köln, das hat sehr viel Mühe gekostet seitens der Grünen, vor einem guten Jahr einen Beschluss gefasst, im zuständigen Ausschuss eine Zwischennutzungsplattform zu entwickeln. Das heißt also, jetzt nicht einzelne Initiativen zu überlassen, die es ja immer schon gab. Also wir haben das vor 25 Jahren über Hausbesetzung gelöst und mit anschließender Legalisierung. Das ist natürlich ein Weg, den man heute immer noch wählen kann und zu dem ich immer noch stehe. Nicht ob, also Konfliktautonomes Zentrum ist bekannt, aber wenn man das mal etwas anders betrachtet, ist es so, dass wir der Wirtschaftsförderung, dem Liegenschaftsamt die Aufgabe gegeben haben, eine Plattform aufzubauen, die natürlich auch Internet unterstützt sein soll, wo die Flächen, und mit Flächen meine ich auch nicht mehr vermarktungsfähige Gebäude, aufgeführt werden, deren Leerstand keinen Sinn macht, aber für die eine Zwischennutzung einen Sinn macht und in einer zweiten Stufe auch die Privatwirtschaft reinzunehmen, wobei das natürlich bei der Industrie- und Handelskammer zwiespältig gesehen wird, aus zwei Gründen. Die wollen eine Abgrenzung zum Makel, ja, also sozusagen zur Vermittlungswirtschaft. Und das Zweite ist, das ist der Vertrauensschutz, weil die Befürchtung besteht, aus einem Sichtnutzer könnte ein Besetzer werden. Und wir versuchen das natürlich jetzt so zu regeln, dass es schon zu klaren rechtsverbindlichen Regelungen kommt und dann auch die Möglichkeit besteht, über Objekte zu verfügen, die dann auch insbesondere für kreativwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung stehen, weil da eine hohe Nachfrage ist. Und wir begründen das auch damit, eine Stadt wie Köln, die im Wettbewerb mit Berlin und München steht, muss in dem Bereich tätig sein, sonst hat sie da schlechte Karten. Dadurch, dass wir den Schwerpunkt darauf legen, Industriebrachen umzuwandeln, also zum Beispiel zwei große Bereiche sind der Hafen Deutz, der kein Hafen mehr sein wird, und der Bereich Mülheimer Hafen, gibt es natürlich viele Objekte, die da sozusagen nicht direkt vermarktungsfähig sind, teilweise ja unter Denkmalschutz stehen, alte Hallen und so weiter. Und es zeigt sich, dass sich dafür schon Interessenten finden. Also wenn die Dinge gut stehen, wird auf einem ehemaligen Industriegebiet jetzt in den nächsten Tagen es möglich sein, ein Atelierhaus zu begründen, wo dann eine Künstlergemeinschaft, die vorher da so ja nur als Zwischennutzung war, dauerhaft bleiben kann. Aber eins ist dafür notwendig bei solchen Planungen jetzt für neue Quartiere, und da schließe ich eng bei dir an, muss von vornherein dieser Aspekt von kreativen Räumen mitgedacht werden. Der muss Bestandteil sein. Wir gehen ja eh von einer mischgenutzten
Orientierung aus. Wir machen ja nicht mehr wie in 70er Jahren Wohn- und Schlafstätten. Also insofern muss dieser Aspekt da rein. Und dann bestehen selbst in solchen Situationen, wo um jeden Quadratmeter gekämpft wird, eine Chance, sowas zu etablieren. Und da will ich noch mal schließen zu dem Punkt, wo wir angefangen haben mit der Planungskultur. Die Instrumentarien, die Bauleitplanung vorsieht, hinsichtlich Bürgerbeteiligung, sind gut und nett, aber reichen natürlich bei weitem nicht aus und haben sich insofern auch ein Stück überholt, weil sie eine Situation schafften, dass die Bürger erst zum Zeitpunkt sich über ein Ding klar werden, wo der Prozess schon so weit vorangeschritten ist, dass er manchmal unumkehrbar ist. Das heißt, wir müssen sozusagen umgekehrt, wenn man anfängt, ein neues Stadtquartier zu planen, dann muss man zu diesem Zeitpunkt müssen alle Karten auf den Tisch und dafür muss man Kommunikationsformen und Moderationsformen finden, um dann erst in den Bauleitplanprozess einzulaufen. Das ist in Köln beim Helios-Gelände, denke ich, ganz gut gelungen, aber es ist auch nur ein Einzelbeispiel. Überwiegend herrscht diese Planungskultur nicht, die muss erkämpft werden. Und vielleicht nur als kurzer Einschub zwischendurch, das fügte sich sozusagen sehr gut jetzt in der Planung dieser Diskussionsrunde. Das Ruhrgebiet ist eine eher stagnierende Region, was jetzt die Bevölkerungsentwicklung anbelangt. Köln eindeutig ein wachsender Raum. Bei Telgte selber bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Wahrscheinlich habt ihr viel Zuwachs seit dem grünen Bürgermeister. Also ich kann das sofort aufklären. In den Prognosen waren wir tatsächlich eine der Städte, die leicht verlieren bis 2025 3,6%. Gut, es entspricht unserer Erwartung. Ja. Es ist aber tatsächlich faktisch so, dass wir einen Zuwachs haben. Wir haben einen Ratsbeschluss 2010 herbeigeführt im Demografieprozess, dass der Rat entschieden hat in einem iterativen Verfahren, also gar nicht nach Fraktionen mit rauf und runter beschlossen, sondern hinterher einstimmig festgestellt hat, wir wollen keine Strategie des Wachstums. Keine Strategie des Wachstums, das fand ich ganz erstaunlich. Auch CDU, FDP haben zugestimmt. Der Erfolg ist aber, wir haben, indirekt auf qualitatives Wachstum gesetzt, auf Qualitäten. Und das führt dazu, dass die Menschen, gut, natürlich auch die, die in Münster jetzt keinen Wohnraum finden, die gucken im Umfeld und sehen, schönste Stadt des Münsterlandes, da kommen wir nach Telgte. Also faktisch wachsend, aber wir sind keine Wachstumsregion wie Köln, Düsseldorf. Okay, aber das finde ich ja schon mal einen sehr interessanten Hinweis darauf, dass ein Rat in der Lage ist zu sagen, wir setzen nicht auf eine Strategie des Wachstums, das heißt nicht auf die Ausweisung von Neubaugebieten, nicht auf die Konkurrenz mit der Nachbarkommune und nicht auf die Hoffnung, zu Lasten der Nachbarkommune dann auch möglichst weiter zu wachsen und Neubürger, Steuerbürgerinnen in die Stadt zu holen. Da steckt ja auch eine tiefe Weisheit dahinter. Die hat gehalten bis Anfang 2014, da war die Kommunalwahl in Sicht. Jetzt wird wieder gefordert, okay. Aber ich hoffe, dass das trotzdem weiterträgt. Gut, wir haben da hinten noch eine Wortmeldung. Martin Sebastian Abel hat sich zu Wort gemeldet. Ja, als Düsseldorfer muss ich natürlich nachfragen, wenn der Kölner Kollege was sagt, was im Workshop kontrovers diskutiert wurde. Nein, Spaß beiseite. Wir hatten im Workshop, da ging es auch um Partizipation und Stadtentwicklung. Und du sagtest eben, die Bürger kriegen zu einem sehr späten Zeitpunkt mit das, was passiert. Die Frage wäre ganz einfach an die ganze Runde, ob ihr glaubt, dass die Beteiligungsinstrumente, die wir haben, ob die überhaupt noch zeitgemäß sind und ob es nicht klügere Wege gibt, als beispielsweise eine Bauleitplanung auszuhängen, sich dann in der Turnhalle irgendwann zu treffen, freitagsabends oder wann auch immer. Ist das nicht schon zu spät, wenn schon eine Verwaltung etwas geplant hat, vorbereitet hat, kommt die dann nicht in die Situation, dass sie das, was sie bisher erarbeitet hat, im Grunde nur verteidigt und der Zug schon längst auf dem Gleis ist? Genau, so ist zum Teil ja hier auch schon angesprochen worden. Mein Vorschlag wäre, dass wir diese gewünschte Runde jetzt einmal machen, dann würde ich euch gerne noch eine Schlussfrage stellen und ich glaube, dann sind wir auch schon ziemlich am Ende unseres Zeitbudgets. Martin, zeitgemäß, nicht zeitgemäß? Ich glaube, nicht zeitgemäß, habe ich glaube ich zu Anfang schon gesagt. Man muss neue Formen entwickeln, man muss die Bürgerinnen und Bürger auch, ich sage mal andersrum gesagt, Verwaltung muss die Angst davor ablegen, Bürgerbeteiligung zu machen, sondern wirklich offensiv damit umgehen, neue Instrumente nutzen. Ich glaube, wie gesagt, der öffentliche Aushang reicht heute nicht mehr. Man muss sich der neuen sozialen Medien bedienen, weil man sonst nur ganz bestimmte Gruppen, glaube ich, erreicht. Also mein Plädoyer, nicht zeitgemäß und auch den Mut zu haben,
und die Planung noch gar nicht richtig fertig zu machen. Denn schon sehr frühzeitig, also genau wie wir das versucht haben mit der, bei dem Regionalplan, was sind eigentlich deine Zukunftsideen zur Zukunft der Metropole Ruhr, was ist deine Idee dazu, die Leute zu fragen. Und das war schon sehr spannend. Das Stichwort Urban Gardening kam da sehr häufig, Freiraumentwicklung. Also da kriegt ja auch Politik und insofern entsteht ja auch eine Win-Win-Situation, wenn man die Bürgerinnen und Bürger sehr frühzeitig mit involviert in solche Prozesse, wird die Politik ja auch ein bisschen sicherer und ein bisschen ihrer Verantwortung genommen. Ich muss mir jetzt was überlegen, was denn unsere Zukunft ist. Das hat mir doch der Bürger gesagt. Also insofern wirklich Mut, viel früher in die Öffentlichkeit zu gehen, viel früher die Menschen zu beteiligen. Und die Menschen sind sehr kreativ. Ja, ich hatte es ja eben schon gesagt, solange dieses Baugesetzbuch gilt, wird man sich an diese Abläufe halten und muss die auch vernünftig ausgestalten. Man kann auch Bürgerversammlungen, die in diesem Rahmen stattfinden, kann man so oder so machen. Man kann sie als schlichte Pflichtveranstaltung machen oder man kann sie auch entsprechend kommunizieren und ausgestalten, damit die was verstehen, die Leute, die da hingehen. Aber ich habe ja gesagt, das reicht nicht aus. Und es ist ja sozusagen weder einem Rat noch einer Fraktion noch einer Verwaltung verboten, bevor man in einen Planungsprozess geht, darüber ein öffentliches Verfahren zu machen in Form von Workshops oder Ähnlichem. Also das, was es an Instrumentarien von Planungskultur gibt, das füllt ja Bücherschränke. Also es ist ja nicht so, dass wir da eine Armut hätten. Man muss sich nur sozusagen die richtige Kommunikationsform raussuchen, die passt in der jeweiligen Situation. Und diese Beispiele, wie es natürlich auch negative Beispiele gegeben hat, diese positiven Beispiele haben wir auch in Köln gehabt und die haben gezeigt, dass wenn man frühzeitig in so einen Prozess einsteigt, also deshalb, wenn die wenigsten kennen, Beispiel Köln-Ehrenfeld-Helios-Gelände, wo minder genutztes Gelände jetzt zu einem neuen Stadtquartier umgeplant wird, dann hat das auch durchaus Erfolge, übrigens auch für die Bürger, weil erstmal ist ein großflächiges Einkaufszentrum verhindert worden, das war der Ausgangspunkt übrigens des Konflikts, und zweitens werden jetzt doch Nutzungen entstehen, die, denke ich, von den meisten gewünscht worden sind, die sich in diesen Workshops aktiviert haben. Also das heißt, diese Form wird man finden müssen, natürlich auch sicherlich nicht über die Bekanntmachung im Amtsblatt kommunizieren. Also das ist auch sicherlich eine Form, die ist völlig überholt. Aber ich denke, was wir Grüne daraus lernen müssen, dass wir da Initialzündungen organisieren müssen. Der Impuls muss auch von uns ausgehen. Da braucht man nicht auf die Verwaltung zu warten, die muss als Dienstleister die Dinge beiliefern, die man dazu braucht, sondern von uns muss ausgehen, solche Dinge anzustoßen und sich mit Gruppen zu verbünden, die das auch wollen. Ich glaube, das ist das viel Entscheidendere. Dann bekommt das Ganze auch Drive und dann machen plötzlich auch die anderen Fraktionen mit, die vorher vielleicht zurückhaltend war oder gesagt haben, das wollen wir gar nicht. Also ich brauche nicht das wiederholen, was gerade schon gesagt wurde, die Instrumentarien reichen nicht aus, man muss früher Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung wagen. Es hat aber ein Problem, man geht zu einem Zeitpunkt auf die Bürgerschaft zu dem man noch gar keine Antworten auf die ganzen Fragen hat, die kommen. Und den Mut muss man auch haben und darum muss man um Verständnis werben, dass da, wo Leerstellen sind, wo Fragezeichen sind, der Ideenreichtum sozusagen aus der Bürgerschaft, die Erfahrung, das Alltagswissen sozusagen gefordert ist. Und das muss die Bürgerschaft auch lernen. Das ist auch für die andere Seite sozusagen, wenn ich das mal so sagen darf, ein Lernprozess. Wir haben es an einem Beispiel gemacht. Wir sind gerade dabei, die Sicherheit an einer Bahnstrecke zu erhöhen. 25 Bahnübergänge sollen auf 3 oder 4 zusammengelegt und gesichert werden. Wir sind vor 2 Jahren in die Bürgerschaft gegangen, mit den Anliegern gesprochen. Da hatten wir noch keine fertigen Pläne und die Fachleute, die beteiligt waren, haben gesagt, um Himmels Willen doch nicht in eine Bürgerbeteiligung, ohne dass wir fertige Pläne haben. Wir haben es gemacht, da ist viel Kritik gekommen, der haben wir uns gestellt, wir haben weitergearbeitet, wir haben viele Einzelgespräche geführt, die Leute haben selber Ersatzwegekonzepte sozusagen am Tisch entwickelt und wir sind jetzt wieder in die Versammlung gegangen nach 2 Jahren, konnten Zwischenergebnisse präsentieren und die konnten sehen, das, was ich vor 2 Jahren eingebracht habe, das ist aufgenommen worden von Planung. Aber dazu muss man den Mut haben, auch wirklich zu sagen, wir sind noch nicht am Ende. Das heißt, Bürger, Bürgerinnen können mitplanen und sie bringen auch diese Kompetenz dazu mit. Darf ich euch noch eine letzte Frage zum Schluss stellen? Ich wollte aber jetzt nicht noch 2 Stunden weitermachen, sondern vielleicht mit der Bitte, sie in aller Kürze zu beantworten. Was wäre euer wichtigster Wunsch an die Landespolitik, wenn es um grüne Städte, grüne Quartiere geht? Ja,
Ich brauche nicht zögern. Geld, Geld, Geld. Okay, das hatte ich schon befürchtet. Aber um es etwas differenzierter zu machen, wir haben heute in den ganzen Arbeitskreisen gesehen, Stadtentwicklung, also das sind die Orte der Zukunft, die Orte, wo die Menschen leben, wo sie sich identifizieren mit dem Quartier, mit der gesamten Stadt, wie auch immer. Da möchten sie mitgestalten und wir wollen das auf der Verwaltungsseite, auf der politischen Seite begleiten. Das braucht Freiräume. Und ich glaube, dass ihr vielleicht auf der Landesebene nochmal überdenken solltet, ob nicht bestimmte Instrumentarien, die als goldene Zügel gedacht sind, um bestimmte Entwicklungen auch zu induzieren, ob die nicht besser auch mit einem Risiko natürlich von eurer Seite, aber in die Verantwortung der Kommunen stärker gelegt werden, damit dort vor Ort auch entschieden wird, nicht Mittel, ich sag mal, nach höllisch komplizierten Förderantragsverfahren, die mich so viel Aufwand kosten, dass ich zum Teil Fördertöpfe gar nicht in Anspruch nehme, gebt sie uns pauschaliert, sagt, legt darüber Rechnung, legt darüber Rechenschaft, übernehmt die Verantwortung, aber legt die Verantwortung stärker auf die kommunale Seite. Okay. Ja. Das kann ich nur 100% unterstützen. Da gibt es auch keinen Unterschied, ob man große Stadt hat oder kleine Stadt. Hat man so abgesprochen, glaube ich. Ja. Weil die Förderinstrumentarien und die Wege dahin, die müssen deutlich vereinfacht werden und müssen sozusagen auch transparent sein. Also wir haben bei uns in der Verwaltung derzeit leider dezentralisiert und die Debatte kommt jetzt auf, das zu zentralisieren. Man muss sich aber mal überlegen, was das für ein Aufwand ist, sich eine eigene Einheit zu schaffen, damit man durch den Förderdschungel durchschaut. Also das heißt, da ist es auch von der Geberseite angesagt, das zu verändern. Und was Köln anbetrifft, ja, wir brauchen Städtebauförderungsmittel. Wer hätte das gedacht? Das ist sicherlich unser größtes Problem. Okay, das zielte auch nicht zuletzt auf die Städtebaufördermittel. Ne? Ja. Genau. Martin. Na, ich sage jetzt mal etwas, und das ist jetzt eine spezifische Ruhrgebietssichtweise, bitte nicht verkehrt verstehen. Das Ruhrgebiet ist ja räumlich sehr, sehr stark verflochten und funktional verflochten. Was mir immer deutlicher wird, wir haben im Land Nordrhein-Westfalen, ich sage mal, ich mache es auch da wieder beim Thema Mobilität sehr deutlich, weil es da sehr schön deutlich wird. Wir haben eine kommunale Verkehrsentwicklungsplanung als Zuständigkeit und darüber haben wir eine Landesplanung. Sozusagen Verkehrsentwicklungsplanung. Was uns absolut fehlt, ist sowas wie eine regionale Ebene, eine Stärkung sozusagen regionaler Kooperation. Das ist gerade im Ruhrgebiet, wo Mobilität hört ja nicht an der Stadtgrenze auf. Da müssen wir die regionalen Zusammenarbeiten viel deutlicher stärken. Ich kann das ausdrücklich unterstützen, was gesagt worden ist bezüglich der Fördermittel, da viel mehr Flexibilität zu ermöglichen. Ich glaube, die Kommunen wissen schon sehr gut, mit dem Geld umzugehen, mit den Fördermitteln umzugehen, sie auch gut einzusetzen, insbesondere wo Grüne mit in der Regierungsverantwortung sitzen, mitentscheiden, können die damit schon sehr gut umgehen. Aber wir brauchen auch sowas wie eine regionale Kooperation, Stärkung von regionaler Zusammenarbeit. Ich kann nur sagen, mein wichtigster Wunsch ist ein neues RVR-Gesetz, eben Ausweitung der Kompetenzen. Das ist mein wichtigster Wunsch. Okay, herzlichen Dank. Ich fand es sehr spannend. Ich fand jetzt auch gerade noch mal die Wünsche zum Schluss an das Land sehr spannend, weil die Diskussion um die Städtebauförderung kennen wir ja auch. RVR-Gesetz wird intensiv diskutiert. Herzlichen Dank von unserer Seite, von meiner Seite vor allen Dingen auch an die vielen, die sich heute angemeldet haben, die mitdiskutiert haben, die den Tag mitgemacht haben und an diejenigen, die hier vorbereitet haben und auch dafür gesorgt haben, dass dann gestreamt wird und nach draußen übertragen wird, an die Verwaltung des Landtages, die dafür sorgt, dass wir die Räume nutzen können an einem Freitagnachmittag, auch keine Selbstverständlichkeit. Ihnen euch allen einen guten Heimweg. Ich habe so ein bisschen überlegt, ob wir nach dem Stadtkongress vielleicht auch einen Dorfkongress machen sollten, in Anführungszeichen. Genau, und dann gucken wir mal, ob man da ein Konzept hinkriegt und vielleicht im nächsten Jahr uns in ähnlicher Besetzung hier wiedersehen. Dankeschön.